Hallo liebe Camper, hier wieder ein kleines Abendvideo, aber ich muss euch jetzt unbedingt was zeigen, weil unser Van ist fertig und ich muss euch das zeigen, weil die Verwandlung ist schon genial. Also ich blende auch das Bild vorher ein und jetzt mit Felgen und Fahrwerk haben wir alles fertig verbaut. Ich sag's euch, schaut mega aus und ich mache dann einen kleinen Schnitt in dem Video. Das kommt heute Abend ein bisschen später raus, weil ich euch an die Arbeitsleuchten zeige, was die im Dunkeln bringen. Und das schauen wir uns jetzt alles einmal an. Jetzt laufen wir wieder durch unseren schönen Shop, der ja leider zurzeit geschlossen ist. Aber nichtsdestotrotz, ich muss euch das ab und zu zeigen. Alles, was ihr hier seht, haben wir auch in unserem fast alles Online-Shop erhältlich, bestellbar, überhaupt kein Thema. Aber gut, ich hoffe mal, Corona wird irgendwann von uns weichen, so ein bisschen, dass wir zumindest hier mal wieder aufmachen können und auch sowas wie den schönen Tournee mal wieder in live besichtigen kann, weil das ist nach wie vor ein schönes, wunderschönes Auto. Aber jetzt ab zu dem Auto. Ich habe ihn schon rausgefahren, weil der wirklich klasse ist. Und ich zeige euch jetzt mal das Seitenprofil mit den neuen Felgen. Wow, schaut das nicht klasse aus. Also ich finde es absolut grandios zu vorher. Also ist überhaupt kein Unterschied. Also das sind natürlich schon andere Geschichten da drauf. 18 Zoll, da geht natürlich richtig was. 2,55. Also das sind schon richtige Kavenzmänner. 2,55, 60. Also der schaut schon also richtig edel aus. Also die Felgen in der Verbindung mit dem Fahrwerk. Jetzt auch vorne die Federn drin, da kommt er auch ein bisschen höher vorne, weil die sind natürlich schon im Vergleich wesentlich stärker. Da sind sie, die schönen blauen neuen Federn, seht ihr das? Blende ich euch auch mal ein, wie wir es heraus gehabt haben. Echt schick. Bitte nicht wundern, das Weiße ist noch vom Aufziehen, die sind ganz frisch. Die machen wir morgen noch ein bisschen sauber. Also echt top und also schaut richtig klasse aus. Ich bin richtig happy. Schaut richtig geil aus. Also zu denen, ja, macht richtig was her, weil das sind ja die Originalen da. Also die haben wir ja gerade runtergemacht. Also schon richtig fett. Klasse. Gefällt mir richtig gut. Also muss ich echt sagen, ist richtig schick geworden. Und hier die Arbeitsleuchten oben, das habt ihr ja schon gesehen. Die schalten wir dann später auch mal ein, damit ihr dann dementsprechend seht, wie das ist, wenn die leuchten und dass man auch mal die Ausleuchte sieht. Das blende ich euch dann natürlich noch ein. Und hier haben wir schon wieder ein neues Fahrzeug stehen. Einen wunderschönen Adria haben wir heute reinbekommen. Da kriegen wir auch kleine Umbaumaßnahme. Was heißt kleine Umbaumaßnahme? Der Kalle kriegt richtig was aufs Dach. Da machen wir mal 320 Watt Solaranlage drauf. Zwei große Solarzellen Blackline von der Firma Büttner. Hier machen wir neues Batteriefach mit Wechselrichter und einer 200 Lithium und so weiter. Da wird hier das ganze Fach neu konzipiert, damit es richtig schick ausschaut. Dann kriegen wir einen Batteriecomputer und einen Solarfernanzeige. Die werden wir hier sauber schön und ordentlich verbauen, damit es alles schön sieht hier, damit es alles geschmeidig ist. Der Kunde hat hier auch schon eine richtig schöne Soundanlage verbaut. Ah, richtig toll. Da sehen wir hier auch schon die Lautsprecher. Seht ihr das? Toll. Schaut richtig klasse aus. Also ist ein richtig schickes Fahrzeug. Da hat er hier nochmal eine Lautsprecherbox verbaut. Also richtig toll. Dann verbauen wir hier noch eine schicke Antenne. Eine LTE-Antenne. Hier. Die werden wir auch noch aufs Dach bauen. Und ja, da haben wir wieder ein bisschen was vor. Dann kriegen wir hier noch einen Wechselrichter, habe ich schon gesagt, genau. Genau, das kriegen wir hier alles. Schickes Fahrzeug. No. Schaut ganz schick aus. Und das machen wir hier. Da fangen wir morgen gleich an mit geballter Kraft.
weil der andere ist schon fertig. Da haben wir jetzt bloß noch ein paar Kleinigkeiten zu machen. Den haben wir ja da drüben stehen. Das ist genau der Weinsberg. Da haben wir ja die Dieselheizung verbaut und die läuft, die ist schon fix und fertig. Dann haben wir hier das Fach wieder zugemacht. Ne? Hier haben wir die Auslässe dementsprechend verbaut. Einmal, zweimal. Hier haben wir eine Ansaugung verbaut. Das habe ich euch ja gesagt, weil der Kasten natürlich ziemlich verschlossen ist. Darum haben wir hier die Ansaugung noch dementsprechend rumgesetzt und die Verrohrung innen drin sauber und ordentlich gemacht, damit es alles wieder schick ausschaut. Somit haben wir hier wieder ein richtig schönes Staufach. Und hier haben wir, ja gesagt, haben wir eine neue Blende eingesetzt. Und die ganze Maschinerie, hätte ich jetzt schon fast gesagt, die ganzen Display-Anzeigen und so weiter hier oben verbaut. Vom Wechselrichter haben wir jetzt das hier oben verbaut zum An- und Ausschalten. Die zwei waren ja schon. Und dann haben wir noch den Ebersbecher hier verbaut. Dann passt es, dann schaut es richtig schick aus. Ist richtig gut gelungen, schaut richtig sauber aus. Gefällt mir. Jo, und jetzt müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten machen. Gas müssen wir prüfen und das Kochfeld geht eins nicht und so kleine Reparaturen wollen wir hier noch durchführen. Und dann wird alles schön rausgeputzt und schön schick gemacht. Und dann sind wir hier auch schon wieder durch. Dann kann der Kunde das Auto auch schon wieder abholen. Und dann gehen wir auf geballter Kraft auf den Adria los, damit wir den noch die Woche fertig kriegen. Ist ja kein Problem. Und ja, dann kommen schon wieder die nächsten Autos. Genau, so geht's los, so geht's weiter. In diesem Sinn, bis später. Ich muss jetzt noch ein bisschen warten, bis draußen dunkel ist. Und dann zeige ich euch, wie das Arbeitslicht von dem Fahrzeug ist und wie das alles ausschaut. Bis gleich, tschüss. So, liebe Camper, jetzt haben wir ein bisschen gewartet und haben, ihr merkt schon, die idyllische Dunkelheit. Leider Gottes ist es hier außen natürlich nicht so dunkel, weil ich diese Lampen hier oben habe. Die kann ich separat leider nicht ausschalten, weil die sind zeitgesteuert. Und ja, ist jetzt ein bisschen doof. Aber ich habe es gerade ausprobiert und dennoch werdet ihr hier einen riesen Unterschied sehen, wenn wir die Lichter einschalten. Also wir gehen jetzt mal so hierher und jetzt schalte ich mal die Lichter ein. Zack, habt ihr gesehen? Wahnsinn, oder? Und das ist mal ein Arbeitslicht. Also hier kann man mal richtig schaffen. Also das ist richtig krass, was die kleinen Lampen da oben bringen. Und da hat man hier richtig Wahnsinn, taghell. Also das ist richtig klasse. Kann man natürlich in der Neigung auch noch ein bisschen verstellen, wenn der Kunde das möchte. Das ist überhaupt kein Problem. Und hier ist richtig schön ausgeleuchtet und hat dementsprechend Licht und kann dann dementsprechend auch alles aufbauen, wenn man auf dem Campingplatz fährt oder wenn man rangiert beim Rückwärtsfahren oder wie auch immer. Also echt schick. Also mir bin total geflasht und begeistert, weil ich habe selber noch nicht so in der Dunkelheit gesehen. Also das kommt richtig gut an. Das macht richtig Laune. Jetzt schauen wir mal nochmal ganz kurz vor, wo wir den Schalter immer verbauen. Hier haben wir, weil das habt ihr ja noch nicht gesehen, natürlich die Manometer eingebaut fürs Luftfahrwerk. Sauber und ordentlich. Und gleich hier haben wir den Schalter hingemacht. Ihr seht's, für die Arbeitsleuchten hinten. Warum haben wir den hier hingemacht? Ganz einfach. Wir scheuen uns immer so ein bisschen davor, Löcher in die Armaturen zu machen, weil man weiß ja nie, wird das Auto mal wieder verkauft, wird mal wieder rückgebaut oder wie auch immer, dann habe ich hier irgendwo ein Loch drin und die Dinger kosten ja alle einen Haufen Geld. Das ist nur die Blende von dem Manometer, von dem Luftfahrwerk, die kann man jederzeit mal austauschen und das Luftfahrwerk wird bestimmt nicht mehr ausgebaut und ich mache hier aber keine Armaturen und fahrzeugspezifische Teile kaputt und mache da einfach Löcher rein. Und drum ist es hier eigentlich die bessere Wahl und schaut auch sauber und ordentlich aus und kommt man auch von der Bedienung her leicht hin und ja, ist überhaupt kein Thema.
Jo, das wollte ich euch noch zeigen und eben mitnehmen. Das Riesenunterschied, gell? Wahnsinn. Also so Arbeitsleuchten machen schon richtig Sinn auf so ein Fahrzeug oder auf ein Wohnmobil. Also das muss ich schon sagen. Bei einem großen haben wir es auch schon gemacht, unten verbaut, dass sie unten rausscheinen, ist auch ein Riesenthema, macht auch richtig Spaß. Und da hat man auch richtig Licht. Also das ist auch ein ganz tolles Thema. Und seitlich kann man das genauso machen. Oder das werden wir demnächst einmal machen, dass es hier seitlich rausstrahlt, weil auch da, gerade wenn man am Campingplatz fährt, möchte sich den Platz einrichten, dass man hier vorne Licht hat. Und jetzt sehen wir das Auto auch nochmal hier im Dunkeln. Also mit dem Schwarz schaut schon richtig klasse aus. Perfekt. So, liebe Camper, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Genießt ihn noch einen, ja, Restwoche noch nicht, weil da hören wir uns bestimmt nochmal, weil morgen machen wir nochmal ein kleines Video. Da wird meine Frau auch dabei sein. Weil da haben wir nämlich eine neue Idee und die werden wir euch da vorstellen. Bis dahin, alles Gute. Vielen Dank für die tollen Likes. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch, da freuen wir uns. Und natürlich auf Abonnieren drücken, damit es weitere tolle Sachen nicht verpasst, wollte ich sagen. Die Verhaspelei immer beim Aufnehmen, Katastrophe, aber das ist halt, ja, menschlich. Bleibt gesund, alles Gute, bis bald. Schöne Grüße aus Dinkelsbühl. Tschüss.